Hallo und herzlich willkommen zum Kachelmann-Wetter an diesem Montagabend. Ja, mit einem Update hinsichtlich der anstehenden Gewitter- und Unwetterlagen in den nächsten Tagen. Ja, es wird einiges los sein, so habe ich mich entschlossen, noch mal einen kurzen Überblick über die nächsten Tage zu geben. Ja, es drohen die ersten richtig heftigen Schwergewitterlagen. Zum einen wahrscheinlich ab morgen Abend, ab Dienstagabend, und dann könnte sich noch mal am Donnerstag eine sehr explosive und brisante Wettermischung einstellen. Ja, ansetzen möchte ich in der kommenden Nacht, wo erste schauerartige und gewittrige Regenfälle von Frankreich her auf den Südwesten übergreifen, schwerpunktmäßig Rheinland-Pfalz, Saarland erstmal. Hier mal kräftiger Regen, Sturmböen möglich. Das Ganze wird sich dann allmählich weiter Richtung Norden und Nordosten verlagern. Bis zum Morgen aber noch im äußersten Norden und Nordosten bleibt es trocken. Hier wechselnd bewölkt, auch im Südosten Bayerns werden wahrscheinlich die Nacht trocken verlaufen. Es wird wieder eine warme Nacht werden, in den Ballungsräumen im Westen und Südwesten wieder eine Tropennacht, also sprich Tiefstwerte von über 20 Grad, aber auch ansonsten sehr warm bis lau mit Tiefstwerten von über 15 Grad. Lediglich ganz im Norden, Schleswig-Holstein, in ländlichen Gebieten, hier ist ein bisschen kühlere Luft eingeflossen. Hier kann es mal bis auf 11 Grad runtergehen. Schauen wir auf den morgigen Dienstag. Ja, das ist erstmal die Frage, was ist noch übrig von den Niederschlägen aus der Nacht? Das heißt, die müssen erstmal noch so ein bisschen abgearbeitet werden. Kann sein, so über der nördlichen Mitte, dass es hier nochmal zu schauerartigen, vielleicht auch vereinzelt gewittrigen Regenfällen kommt. Da können nochmal, wenn man ein bisschen Glück hat, einige Liter zusammenkommen. Aber es wird sich immer weiter abschwächen. Das heißt, von diesen Niederschlägen wird im äußersten Norden in den küstennahen Gebieten erstmal nichts mehr ankommen. Ja, was passiert danach? Das ist die große Frage. Wahrscheinlich erstmal wenig bis gar nichts. Das heißt, die Sonne wird scheinen. Wir liegen noch mal erst so über und unter dem Höhenrücken. Gerade der Südosten, das dämpft erstmal noch die Gewitterneigung. Aber wir müssen so nach und nach unsere Blicke dann nach Westen bzw. Südwesten richten. Denn vor allen Dingen dann von Benelux her können dann in den Abendstunden heftige Gewitter aufziehen. Und auch noch mal von Frankreich und der Schweiz her. Bevor wir uns das Ganze genauer anschauen, nochmal kurz der Blick auf die Temperaturen. Es wird morgen eine richtig schwülheiße Sache werden mit 30 bis 33 Grad im Süden des Landes, nach Norden hin nicht ganz so heiß, aber auch hier Höchstwerte von über 25 Grad. Jetzt gucken wir uns mal einen Niederschlagsvorhersagefilm aus dem Icon D2-Modell an und da erkennen wir so zwei Schwerpunkte. Nämlich zum einen, wie gesagt, von Benelux her, ja, das haben eigentlich alle Wettermodelle drin, dass dann abends teilweise kräftige Gewitter nach Nordrhein-Westfalen reinziehen sollen. Da könnten sogar auch einzelne Superzellen dabei sein, das heißt die Scherung ist etwas erhöht, also teilweise könnte es durchaus mal heftiger werden. Also die erste richtig größere Gewitterlage für Nordrhein-Westfalen seit langer Zeit. Zweite Zone, der Südwesten, von Frankreich, von der Schweiz her. Hier können sich so richtig klassisch dann auch heftige Gewitterzellen, mögliche Superzellen entwickeln, die sich auf Baden-Württemberg ausbreiten. Auch hier dann erhöhte Unwettergefahr und auch durch die erhöhte Scherung auch durchaus erhöhtes Tornadopotenzial. Ja, was kann dabei möglich sein? Wir schauen uns mal eine Warnkarte an, die ich jetzt mal erstellt habe. Und hier sehen wir so diese beiden Regionen, die ich hervorgehoben habe. Nämlich zum einen der Westen mit dann auch noch der Süden des Landes, wo es halt zu Windböen, zu Windstärken von 80 bis etwa 100 km/h kommen kann. Wenn dann sich wirklich eine ja, rotierende Superzelle bildet, sind auch mal Böen von um oder über 110 km/h möglich. Vereinzelte Orkanböen will ich nicht ausschließen. Auch mal größerer Hagel von 2 bis 3, vielleicht sogar erstmal bis zu 4 cm möglich. Dazu heftiger Starkregen. Also dass diese beiden Bereiche, die, wo es wahrscheinlich dann aber nur örtlich zur Sache geht, aber die halt betroffen sind. Im Endeffekt muss man das Ganze natürlich eh näher an sich rankommen lassen. Wir werden wahrscheinlich oder ich werde morgen Abend wahrscheinlich einen Livestream hinsichtlich der Gewitterlage machen. Dann nochmal ein Bereich, wo wir eine Orange-Warnung haben. Nicht ganz so markant die Gewitterneigung, Unwettergefahr dort, beziehungsweise das Ganze kommt hier erst im Laufe der Nacht an. So, schauen wir mal jetzt auf die Nachtkarte. Wie gesagt, diese heftigen Gewitter zum einen im Westen des Landes, die sich dann auch weiter Richtung Nordosten ausbreiten und auch von Baden-Württemberg dann durchaus auch auf Bayern beziehungsweise auch weiter Richtung Nordosten ziehen können. Ob die dann weiterhin so heftig unwetterartig sind, das muss man einfach abwarten. Aber erstmal das Heftigste wahrscheinlich im Südwesten beziehungsweise Westen des Landes. Da wird das Ganze dann aber schon in der zweiten Nachthälfte durch sein, verlagert sich weiter Richtung Norden und Nordosten. Ob dann auch im äußersten Osten morgens noch was ankommt, bleibt einfach mal abzuwarten. Ja, es wird wieder eine sehr warme Nacht werden mit Tiefstwerten von 21 bis 16 Grad, also sehr unangenehm und eine unruhige Nacht dann halt vielerorts noch dazu.
Das war jetzt die Nacht zum Mittwoch. Jetzt schauen wir auf den Mittwoch. Auch hier wieder die große Frage, was bleibt erstmal noch übrig? Was muss abgearbeitet werden aus den Gewittern der Nacht? Die werden sich wahrscheinlich dann noch weiter Richtung Nordosten verlagern. Insgesamt wahrscheinlich eine Abschwächungstendenz aufweisen. Wieder wie es so klassisch ist am Vormittag. Dann ist zu konstatieren, dass in den Nordwesten etwas stabilere Luft einsickert. Wahrscheinlich hier so vom nördlichen NRW bis zur Nordsee. Der Tag sogar weitgehend trocken bei Sonne und Wolken verläuft. Im Osten und Süden ist es immer noch dieselbe, sehr schwülwarme, schwülheiße Luftmasse. Das heißt, hier können sich im Laufe des Tages erneut, aber wahrscheinlich eher nur einzelne heftige Gewitter, aber auch durchaus mal bis in den Unwetterbereich entwickeln. Ja, im Nordwesten dann unter 30 Grad, ansonsten bleibt es schwülheiß mit 30 Grad und mehr. Das war jetzt der Mittwoch. Jetzt müssen wir uns dem Donnerstag nochmal widmen und der könnte durchaus richtig brisant werden. Wir schauen uns hier mal eine Karte mit dem Cape-Wert, mit der zur Verfügung stehenden Gewitterenergie an. Also soll sich ein Hitzetief von Frankreich her in den Süden des Landes verlagern und das zapft nochmal richtig schwül heiße Luft aus dem Mittelmeerraum an. Und wir sehen hier, die Cape-Werte liegen teilweise bei 4000 Joule pro Kilogramm. Das sind extrem hohe Werte. Bedeutet, es ist einfach eine große Gewitterenergie, große Energiepower steht möglichen Gewittern zur Verfügung. Und das deutet auf eine richtig explosive Schwergewitterlage hin. Ja, und um dieses Tief herum sollen halt diese schwülwarm, schwülheißen, wassergesättigten Luftmassen herumgeführt werden. Das heißt, in Verbindung mit diesem Tief können sich auch ergiebige Regenfälle mehrstündiger Starkregen mitunter entwickeln. Aber wie es halt immer so ist, gerade diese Tiefs und diese unsicheren Entwicklungen bieten halt auch noch viel Spielraum. Wir schauen hier mal auf zwei Wettermodellen mit den möglichen 24-stündigen Niederschlagsmengen für den Donnerstag. Sehen wir noch Unterschiede? Es wird wahrscheinlich gebietsweise heftigen Starkregen geben. Länger anhaltenden, gewittrigen, durchsetzten Starkregen ist möglich. Richtige Wasserbomben in dieser gesättigten Luftmasse. Also da ist noch viel Spielraum. Es kann für teilweise auch zu Überschwemmungen und auch Überflutungen kommen. Wo das genau der Fall ist, kann man allerdings noch nicht abschätzen. So die Schwerpunkte eher so ein bisschen dann halt Richtung Westen, weil halt erstmal mit dem Tief ja im Süden und Südosten sich die Luftmasse richtig aufheizen kann. Und hier kann es dann, wenn wir dann mal auf die Karte für den Donnerstag schauen, da kann es dann auch noch richtig zur Sache gehen. Denn dort kann sich übelste, heftigste Superzellen bilden in dieser explosiven Luftmasse mit diesem Hitzetief. Kann es dann vor allen Dingen im Süden Bayerns und Baden-Württembergs zu extremen Hagel kommen. Großhagel möglich, Orkanböen sind möglich und auch heftigster Starkregen. Also eine sehr, sehr brisante Wetterlage am Donnerstag. Zum einen durch heftigen Starkregen, aber dann auch durch heftigste Schwergewitter im Süden des Landes. Denn hier nochmal die Temperatur. Temperaturen im Vorfeld dieses Tiefs im Südosten Bayerns bis zu 35 Grad sind dort möglich. Nach Norden und Nordwesten ist es auch schwülwarm, wenn es länger anhaltend und ergiebig regnet, teilweise aber auch mal bei unter 25 Grad. Viel dazu. Jetzt am Ende nochmal der Blick auf den Trend von Freitag bis Sonntag. Es wird sich glücklicherweise alles ein bisschen beruhigen. Die schwül heißeste und explosivste Luftmasse wird am Freitag nach Osten abgetrennt. Es gibt noch Schauer und Gewitter, vor allen Dingen nach Süden und Osten hin. Aber das wird wahrscheinlich kein Unwettercharakter mehr haben. Von Nordwesten her kommt stabilere Luft rein. Temperaturen gehen auch etwas zurück. Und zum Wochenende wahrscheinlich unter Hochdruckeinfluss freundliches Sommerwetter, wie wir es jetzt auch zuletzt hatten. Wahrscheinlich weitgehend trocken. Die große Schwüle ist raus und Unwetter drohen dann aller Voraussicht nach auch nicht mehr. Das soll es erstmal gewesen sein. Wahrscheinlich gibt es morgen erstmal kein Video von mir. Dafür aber dann Richtung Abend, wenn alles so sich entwickelt, wie es momentan aussieht, wahrscheinlich einen Livestream. Also macht's gut. Bis dahin. Auf Wiedersehen.